Willkommen zu Kapitel 10, das Gesetz der Freiheit. Natürliche Freiheit. Sklaverei. Denkfreiheit. Gewissenfreiheit. Der freie Wille. Verhängnis, Schicksal. Wissen von der Zukunft. Kann der Mensch eine unbedingte Freiheit genießen? Ja, als Einsiedler in der Wüste. So wie zwei Menschen beisammen sind, haben sie Rechte zu achten und folglich keine unbedingte Freiheit mehr. Wir alle brauchen andere um uns herum. Despotismus zu Hause oder am Arbeitsplatz. Ursachen: Stolz und Egoismus. Je mehr Verstand einer hat, um einen Grundsatz zu verstehen, desto weniger ist er zu entschuldigen, wenn er ihn nicht auf sich selbst anwendet. Sklaverei. Jede unbedingte Unterwerfung eines Menschen unter einen anderen widerspricht dem Gesetz Gottes. Die Sklaverei ist ein Missbrauch der Gewalt. Der Starke soll sich um den Schwachen kümmern und nicht versklaven. Die Sklaverei, wie alle Missbräuche, werden allmählich von der Erde verschwinden werden. Denkfreiheit. In seinem Denken besitzt der Mensch eine schrankenlose Freiheit. Vor Gott ist der Mensch für sein Denken verantwortlich. Nur Gott allein kennt die Gedanken. Er kann sie verdammen oder spricht sie frei, je nach seiner Gerechtigkeit. Gewissensfreiheit. Das Gewissen ist ein Denken im Innersten des Menschen, das ihm wie alle seine anderen Gedanken zu eigen gehört. Die Gewissensfreiheit ist eines der besonderen Kennzeichen der wahren Zivilisation und des Fortschritts. Freie Religionsausübung: Christentum, Judentum, Islam, Sikhismus, Buddhismus, Sintoismus, Hinduismus, Bahaitam oder Bahaitum. Überzeugung lässt sie nicht erzwingen. Jeder Glaube ist zu achten, wenn er aufrichtig gemeint ist und zum Tun des Guten führt. Einen bestimmten Glauben entspringenden Handlungen zu unterdrücken, wenn diese irgendjemanden Nachteil bringen, ist keine Verletzung der Gewissensfreiheit. Die wahre Lehre ist solche, die durch die Ausübung des Gesetzes der Liebe mehr Menschen zum Guten bewegen. Der freie Wille. Der Mensch ist frei in seinem Denken, so ist er auch frei in seinem Handeln. Ohne freien Wille wäre der Mensch eine Maschine. Wir wären nicht schuldig, wenn wir Böses tun. Wir hätten keinen Verdienst für das Gute, das wir tun. Verhängnis, Schicksal,
Gibt es der Einfluss von Vorbestimmung auf unser Leben? Das Verhängnis besteht nur in dem vom Geist bei seiner Inkarnation gefassten Entschluss, sich der Prüfung zu unterziehen. Oft findet der Mensch weniger demütigend, seine Niederlagen dem Schicksal zuzuschreiben, als sein eigener Fehler einzusehen. Wissen von der Zukunft. Kann die Zukunft dem Mensch enthüllt werden? Nur in seltenen Ausnahmefällen gestattet Gott deren Enthüllung. Wenn ein solches Vorauswissen die Ausführung der betreffenden Angelegenheit erleichtert statt hindern soll. Wenn der Mensch die Zukunft wüsste, so würde er die Gegenwart vernachlässigen. Ende von Kapitel 10. Danke fürs Anhören dieser Lesung und auf bis bald.